gehe direkt, sobald du die Minigun. Ja, ich bin. Ich werde irgendwie gehofft, dass ich die Miniguns sehe. Miniguns, bereithalten! Alles klar. Beim Schuppen! Wieder mal. Oh, das bleibt immer gut. Ich glaube, der erste ist weg. Und der letzte ist auch gerade weg. Ich hoffe, es waren nur zwei, oder? Waren es nur zwei? Hat damit gezählt. Alle erledigt. Wir haben es geschafft. Haben wir gewonnen? Er ist auf dem Weg zu seinem Schöpfer. Marshall, ich glaube, sie sind drin. Wie ist sie drin? Alle ins Haus! Atlas, Sam, Felix, markiert sie rechts! Rechts zu mir! Ah! Ja, Vorsicht! Boah, komm schon, aus dem Nebel raus. Eh nichts. Ausschalten. Erledigt. Oben. Gesehen. Sie dürfen nicht zu Hammer kommen. Gehen wir mal nicht auf den Senkel, Kollege. Und bloß Band rein und dann weiter geht's hier. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Das wird doch die ganze Zeit auf wen geschossen, oder? Auf wen schießt die? Vorrücken! Gut, dann müssen wir jetzt zur Brücke. In welche Richtung liegt die Brücke? Da hinten, gut. Leute, ihr seid keine Ahnung, wie viele Leute. Ihr werdet euch doch bestimmt um einen kümmern können, oder? NPCs. Schon dabei. Ich sehe es nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich sehe den Scharfschützen nicht. Finger weg. Ah, ah, ah. Unter schwerem Beschuss. Wer, die oder wir? Das sollte reichen. Scheiße. Case, schon wieder weg. Komm her. Felix, ich lass dich hier nicht liegen. Case, hilf Felix. Bin ich doch gerade dabei. Gib mir mal ein bisschen Rückendeckung, Leute. Keine Zeit.
Wir müssen die Brücke sprengen! Jetzt! Ja, da kommt ein gepanzertes. Ich vergesse die Namen immer. Oh. Da müssen Sie mehr auffahren. Ich fühle mich jetzt gerade echt voll für Felix verantwortlich, ne? Ich fühle mich gerade tatsächlich verkackt. Ein kleines bisschen durchhalten. Der Spiegel ist intakt. Ich kann hineinsehen. Selbst, seh dich selbst. Was ist im Spiegel? Avalon. Der Angriff findet in Avalon statt? Nein. Nach Avalon bringen sie mich, sobald ich wieder frei bin. Von dort aus haben wir alles geplant. Wir brauchen die Wiege. Ich bin dran. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wer ist wer, wer bin ich. Deine Realität bricht zusammen. Werde ich, Arrow. Du musst mich hinarbeiten. Okay, ein paar Meter nach vorne. Kriegen wir hin. Spürst du, wie du verschwindest, Jade? Als wirst du nur noch eine Erinnerung sein, wie alles anhört. Keine Sorge, nicht. Ich vergesse nicht, die Stärke zu kopieren. Meine Männer sind nah. Sie werden jeden Moment im Einsatz haben sein. Meine Güte. Oh, oh, oh. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Alter. Was ist das hier gerade für ein Scheiß? Komm schon. Okay. Die Dame hat definitiv richtig Bock. Oder hab ich richtig Bock? Ich weiß es nicht so genau. Gut, die haben wir. Ich bin nah, ich kann es fühlen. So widerstandsfähig. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wir holen dich hier raus, Harrow. Komm schon. Und wie willst du das anstellen? Halte durch, kämpfe weiter. Noch ein bisschen. Meine Güte. Gut halten, gut halten, gut halten. Nicht runterfallen. Mein Gott, wie schlecht bin ich denn? Du meine Fresse. Renn immer weiter. Oh, no shit, Sherlock. Auf diese Idee wäre ich ja niemals im Leben gekommen. Komm schon, Sherlock. Sie sind fast hier. Ich bin hier. Konzentrier dich auf mich.
Rennen, 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 rennen. Jawohl. Wutz. Jawohl. Wutz einfach Beste. Jetzt hilf mir. Oh. Ich fühle gerade ein bisschen zu viel mit. Ja? Ich sehe es jetzt. Die Wiege ist in Washington D.C. im Kapitol. Sie warten auf meinen Befehl, sie freizusetzen. Jesus Christus. Das okay. Ist 5000 Meilen von hier. Es ist furchtbar. Jeder innerhalb ein paar Blöcken vom Kapitol wird infiziert. Warum? Weil Livingstons Kopf für einen Geheimdienstfehler dieser Größenordnung rollen wird. Für den Fehler, einen Angriff auf unsere Hauptstadt nicht zu verhindern. Einen Angriff mit einer von der CIA finanzierten Biowaffe. Und jemand wird seinen Posten übernehmen. Du. Ich. Das Pantheon wird endlich die Institution kontrollieren, aus der es vertrieben wurde. Ich werde ohnmächtig, Frank. Ihr müsst sie stoppen. Mich stoppen. Wir haben vielleicht noch ein Ass im Ärmel. Oh, das klingt nach einem One-Way-Ticket, Leute. Das klingt sowas von nach einem One-Way-Ticket. Ich sag, wie es ist. Sag mir was Gutes. Die Wiege ist im Kapitol in D.C. Sie werden sie freisetzen, sobald sie Harrow haben. Heilige Scheiße. Ich informiere Livingston. Mal sehen, ob das Arschloch endlich zuhört. Verstanden. Scheiße. Woods! Woods! Es geht los. Fuck. Warum war keiner von uns drinne? Warum? Oh. Werft euch! Verdammt! Oh, das ist doch gemein. Scheiße! Ich will ihn lebend. Es ist schade, dich so zu sehen, Woods. Du strengst dich so an. Du spielst nur keine Rolle mehr. Fick dich! Nach dem Start gebe ich den Befehl. Heiliger Scheiße! Keine Sorge. Dein Leiden ist bald vorbei. Woods braucht uns! Felix, bist du? Geht! Ich komm schon durch. Sam, bleib bei ihm! Gib uns Feuerschutz! Adler, Case, mir nach! Von dem, was ich halt eben nur gesehen habe. Von dem, was ich gesehen habe, gibt's nur eine Möglichkeit. Hände weg von meiner Munition. Nichts. Schreib ihn nicht ab. Schild 1 weg. Schild 2 auch weg. Komm schon rüber, 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 rüber. Wir sind drin. Wir müssen Jane finden. Woods! Sie darf nicht entkommen! Geh, ich hab ihn! Bin schon dabei. Los geht's! Ich würde ja gerne durchkriechen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Hilf mir mal! Na komm, dann drücken wir gemeinsam. Los und häpp! Komm, hat's geklappt? Komm durch! Noch jemand? Ich sehe sie! Ah, du hättest besser treffen müssen. Das nächste Mal schieß ich. Case, sie darf nicht entkommen. Es liegt an dir. War ja mal wieder los. Typisch. Los! Wo ist sie? Wo ist sie? Du hast den Helikopter nicht rechtzeitig erwischt. Ach, leck mich doch am Arsch. Scheiße.
Du hast den Helikopter nicht rechtzeitig erreicht. Bevor ich hier jetzt weiter renne. Natürlich sind jetzt auf einmal alle Waffen verschwunden, ne? Scharfschützengewehr war auch schon mein Gedanke gewesen. Solange ich mich dem Ding nicht nähere, passiert auch nichts. Kurz Wurfmesser geschmissen. Ich meine, ich treffe sie die ganze Zeit, aber... Das heißt, die ganze Zeit nicht rechtzeitig. Entweder müssen wir den Heli-Fahrer platt machen, oder ich weiß selbst nicht so genau, was da jetzt los ist. So, bevor wir uns jetzt der ganzen Sache nähern, schauen wir uns da einmal ganz kurz um. Irgendetwas muss doch hier sein. Irgendeine klitzekleine Kleinigkeit muss doch hier am Start sein. Meint ihr, eine Granate reinwerfen? Das Problem ist einfach nur, es liegt hier keine Granate rum. Nur das Messer. Was habe ich im Inventar? Nichts. Ich habe nichts im Inventar. Wie kann man den Helikopter nicht rechtzeitig erlauben? Eine Sache war aber auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant gewesen. Oh, bra, ist es jetzt echt euer Ernst? Wie oft müssen wir das Ganze jetzt noch machen? Frage für einen Freund. Also den Helikopter nicht rechtzeitig erreicht. Hier liegt nichts. Irgendwie muss es doch möglich sein. But how? Millimeter Arbeit. Danke, Sakura. Hi. Bye. Nein, ich hab mich jetzt nicht hier hochgearbeitet. Warum machst du jetzt diesen? Und hopp. Hallo? Verdammt nochmal. Jupp. Ich hätte keinen von euch schützen dürfen. Ich hab Livingston zu deiner Suspendierung gedrängt. Ich wollte dich aus dem Weg haben. Ja, und jetzt will ich dich aus dem Weg haben. Verdammt.
Ja, verdammt. Schwerelos. Oh, au. Oh. Es geht abwärts, Fräulein. Und dich nehme ich mit. Ah. Wir beide stehen noch. Nein! Nein! Oh, sieh, was du angerichtet hast! Ich weiß, wer du wirklich bist, Case. Die Wiege hat dich zu dem gemacht. Schon klar. Du verdankst alles dem Pantheon. Vernichte sie. Ich muss aufpassen, sonst wenn man es jetzt ist. Nee, nein. Nein, ich höre jetzt auf. Weil wenn ich jetzt das, wenn ich die Wiege jetzt kaputt mache. Kann ich mich zurückziehen? Na, natürlich nicht. Bringst du Ende. Was passiert? Ja, wir müssen jetzt zusammen rauskommen. Ich glaube, wir beide sterben jetzt gemeinsam. Danke fürs Kommen. Kriegen wir Augen oder Schuhe aus Beton? Nichts davon. Aber ich dachte, eine Entschuldigung wäre gut. Na, immerhin etwas. Ich weiß ja nicht genau wie. Aber was ich weiß, ist, dass Sie eine der größten Katastrophen unserer Zeit verhindert haben. Wir sind also gefragt. Sieht so aus. Können wir einander vertrauen? Wir arbeiten daran. Aktuell haben Sie etwas von großem Wert. Anonymität. Sie stehen im Schatten. Kein Scheiß. Wir leben in diesem Schatten. Das hier ist anders. Ihr Einfluss ist größer als je zuvor. Wir brauchen Sie, Woods. Sie alle. Ich besorge, was Sie brauchen. Unterkünfte, Ressourcen, Geld, weitere Einsatzkräfte. Alles inoffiziell. Ist der Kalte Krieg nicht vorbei? Kein Bedarf mehr an, wie war das? Globale Revolverhelden. Ja. Der Kalte Krieg mag vorbei sein, aber die Welt ist gefährlicher, als sie es je war. Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Wahrscheinlich ich, hä? Was sie immer getan haben. Beschützen sie uns. Insofern ich überlebt habe. Das mag Geschichte sein, das Pantheon nicht. Ich brauche sie in Avalon. Sie sind noch eine Gefahr? Und ob. Schlimmer noch. Welche Intrige auch immer Harrow zum Pantheon führte, lebt noch unter uns. Wir dachten, wir wären sie los. Wie es aussieht, waren sie nie weg. So,
Ja, gut, ne? Dann haben wir das auf jeden Fall mal, haben wir das auf jeden Fall mal geschafft. Easy going. Das überspringen wir einfach mal den ganzen Spaß hier. Ich muss aber jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, ich fühle mich nicht so happy mit dem Ende. Ich weiß nicht. Habe ich überlebt? Habe ich nicht überlebt? Ich weiß nicht, ne? Es ist irgendwie ein bisschen schwierig. You know what I mean? Vielleicht werde ich halt eben noch gucken, ob es noch andere Endmöglichkeiten geben wird. Ich habe da so das ein oder andere schon mal gesehen. Möglich, wenn ihr wollt, werde ich das Ganze dann entsprechend dann auch mal zeigen. Ich denke mal, ich werde das Ganze entsprechend mal zeigen. Und das war jetzt auf jeden Fall zumindest Call of Duty Black Ops 6 die Kampagne. Mir hat es irre viel Spaß gemacht, definitiv. Die Story sehr, sehr geil, vor allem, wenn man das Ganze ein bisschen mehr mitfühlt. Jetzt auch gerade hier die Storyline Trennungsangst, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil gemacht, definitiv. Grundsätzlich, die Konstellation der Mission, mal so eine Mischung aus Raubüberfall, ne, so einem richtig krassen Heist-Ding, viel Geballere, bisschen nachdenken, leicht Zombie-Dings, abdrehen hier, finde ich wirklich super, super geil, gefällt mir immer wieder gut. Aber soweit so gut. Jetzt schauen wir mal, woran wir uns als nächstes dran setzen, ne? Wisst ihr Bescheid.